Herzlich willkommen bei Brandenburgs Astrophysik Astro TV. Im letzten Video hat man ja kennengelernt, was man unter Metalle in der Astronomie versteht. Das sind ja sozusagen alles Elemente, die schwerer als Helium sind. Also das heißt, dass alle Elemente, die schwerer als Helium sind, in der Astronomie als Metalle bezeichnet werden. Also hätte man Wasserstoff und Helium als Nichtmetalle und der Rest sind sozusagen Metalle. Oder anders ausgedrückt, Elemente, die schwerer als Helium sind. Aber in Astronomie ist es ein bisschen anders als in der Chemie, hat man ja kennengelernt gehabt. Und heute wollen wir die Metallizität berechnen. Also unter Metallizität versteht man sozusagen die Häufigkeit von schweren Elementen, also Elementen, die schwerer sind als Helium, in Bezug auf Wasserstoff. Also sozusagen die Metalle pro Wasserstoff, so ein bisschen doof ausgedrückt, aber so ungefähr kann man das sehen. Und werden wir auch gleich in einer Gleichung kennenlernen. Also als Maß, wenn man die Metallizität ausrechnen will, da wird zunächst häufig nicht die Masse, sondern die Teilchenzahl seiner schweren Elementen auf die des Wasserstoffs bezogen. Und diese relative Elementhäufigkeit kann aus der gemessenen Stärke der Absorptionslinien des Eisens und des Wasserstoffs ermittelt werden. So. Also sagen eine allgemeine Definition, die ich halt herausgefunden habe und die nämlich meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut klingt. Also so kann man das auch sehr gut sehen. Und jetzt haben wir diese Formel für uns. Fe durch H, also Verhältnis Eisen zu Wasserstoff, ergibt, oder Metalle zu Wasserstoff, ergibt Logarithmus, also Lg, das ist der 10., das ist der Logarithmus zur Basis 10. NFe durch NH minus LG im Klammer NFE durch NH in Bezug zur Sonne. Deswegen habe ich dieses kleine S daneben geschrieben. Normalerweise, astronomisch ist es Kreis mit einem Punkt, aber das konnte ich mit meinem Wordpad leider nicht machen, deswegen habe ich ein kleines S hingeschrieben. Das soll für Sonne stehen. So. Wir müssen natürlich noch zusammenfassen, was wir nämlich vorhin hatten, und das diese Aussage mit dieser Formel bestätigen. Also wir haben mal Population 2 Sterne und wir haben Population 1 Sterne hier jetzt. Die Population 2 Sterne haben wenig Metalle, also deutlich weniger Metalle als die Sonne und sind in der frühen Phase des Universums entstanden. Und die Population 1 Sterne haben mehr Metalle als die Sonne, also sie haben das sehr hohe Metallgehalt und sind jetzt erst so vor einigen Millionen bis Milliarden Jahre erst entstanden. Also es sind sagen sehr junge Sterne. Und das kann jetzt mit Hilfe dieser Formel ermittelt werden. Also natürlich, wenn wir das jetzt für die Sonne ausrechnen würden, weil wir haben die absoluten Werte bei NFE und NH 1 zu 31.000. Das würde bedeuten, na gut, einmal FE zu 31.000 mal H. Und nach dieser Formel hätte die Sonne die Metallizität von 0. Und wir haben ja vorhin ja gesagt, Population 2 Stern und Population 1 Stern, das hat ein Grund, wo ich das mal mit erwähnt habe, weil Sterne mit einer positiven Metallizität haben relativ mehr Eisen als die Sonne und sind somit jünger als die Sonne. Das heißt, da kommt sowas wie 0,3 zum Beispiel raus oder 0,8, je nachdem. Und Sterne mit einer negativen Metallizität haben relativ weniger Eisen als die Sonne und sind damit älter. Und dazu werden wir uns auch nochmal ein paar Fallbeispiele anschauen. Ich habe jetzt erstmal drei Rechenbeispiele. Also einmal die Sonne, wo die Metallizität 0 ergibt. Einmal ein Stern mit doppelter Metallizität als die Sonne. Und einmal ein Stern mit der halben Metallizität als die Sonne. Da sieht man ja, da wo die doppelte Metallizität ist, kommt 0,3 bei raus. Und da, wo nur die Hälfte ist, wir gleich sagen, minus 0,3 bei raus. Da sieht man ja, dass der obere Stern mit einer höheren Metallizität jünger ist als die Sonne und das andere ist älter als die Sonne. So, das haben wir jetzt verstanden, weil wir haben das ja ausgerechnet. Aber eine Anmerkung will ich noch machen. Für chemisch spektakuläre oder für Sterne, die bereits die Hauptreihe verlassen haben, gilt nämlich das nicht.
Also es gilt eigentlich nur für normale Hauptreihensterne. Also nicht für chemisch besondere Sterne oder was auch immer. Da kann man das nicht so machen. Also da gilt sozusagen das mit diesen Metallhäufigkeiten nicht. Da ist es anders. Nur das weiß ich jetzt nicht. Deswegen machen wir es nur für normale Hauptreihensterne. So. Und jetzt habe ich nochmal diese Gleichung verglichen. Also wir haben ja diese allgemeine Gleichung. Und ich habe auch noch eine vereinfachte Gleichung aufgestellt, die genau dieselben Ergebnisse liefert, halt etwas vereinfacht ist. Also Lg n durch 1 minus Lg 1. Rein theoretisch kann man das weglassen, das Lg 1, weil minus Lg 1 ja 0 ergibt. Weil Lg 1 zur Basis 10 ergibt ja 0. Das braucht man dann normalerweise nicht, aber ich habe das trotzdem mit reingenommen, damit ich nicht zu viel von der Gleichung rausschneide. Und wir sehen jetzt hier, wir haben es einfach gleich gemacht mit Gleichung 1 und Gleichung 2, dass das immer dieselben Ergebnisse liefert. Wie zum Beispiel hier mit der Metallhäufigkeit in Bezug zur Sonne 0,25-fache, 0,5-fache, 1-fache, 2-fache, 3-fache und dass beide Gleichungen dieselben Ergebnisse liefern. Aber man kann das auch so ganz einfach machen, bei n gibt sozusagen an, also bei meiner vereinfachten Gleichung gibt n an, die Metallhäufigkeit in Bezug zur Sonne, also ob das Doppelte würde 2,0 stehen und nur die Hälfte, da würde 0,5 stehen. Und daher habe ich dann n genommen und rein theoretisch kann man n durch 1 so kürzen, dass nur noch n steht. Das heißt, dann würde am Ende nur noch Lg n stehen. Weil diese Lg 1 war überflüssig und ich habe es damit reingenommen, habe es davon erklärt. Aber es gibt, ergibt ja 0, deswegen brauchen wir es nun mal nicht. Aber hier sieht man ja diese Formelvergleich, also diese komplizierte Formel, meine vereinfachte Formel. Aber wir müssen noch eine Problemfrage klären. Wir wissen ja, dass man ja die Metallizität von Sternen jetzt ermitteln können. Aber was ist, wenn nur Fe durch h gegeben ist? Also wir haben jetzt angenommen ein Himmelsobjekt für uns. Und da steht geschrieben, Fe durch h, also dieses Verhältnis, ergibt minus 2,6. Ein Beispiel des Sterns Asthmaphysik. Den habe ich mir ausgedacht, das soll jetzt nur ein Fallbeispiel sein. Jetzt stehen wir natürlich auf dem Schlauch und wissen natürlich nicht, wie man das jetzt ermitteln soll. Aber wie geht man jetzt am besten hier voran? Also wir haben ja hier diese drei Formeln, also die komplizierte, also die ausführliche, meine vereinfachte und die komplett vereinfachte. Wo alle drei liefern natürlich das gleiche Ergebnis, ist ja logisch. Wenn wir nachher auch nochmal sehen. Und Lg bedeutet Logarithmus zur Basis 10. Das heißt, wenn man jetzt auch diesen Fe durch h ermitteln will, ob das jetzt mehr Metalle wie die Sonne ist oder weniger Metalle als die Sonne hat. Natürlich, wenn es minus 2,6 stimmt, ist es auf alle Fälle weniger sein, dann wissen wir natürlich nicht, wie viel weniger. Da hat man hier die allgemeine Definition des Logarithmus. Also x ist gleich Logarithmus zur Basis ay. Und das, um die Umkehrung sozusagen zu wäre y gleich a hoch x. Und natürlich, da ja Lg ja für Logarithmus zur Basis 10 steht, haben wir auch in der Gleichung, wäre ja x ist gleich Logarithmus zur Basis 10 y. X würde für Fe durch h stehen und y steht für die Metallizität des Sterns im Vergleich zur Sonne. Deswegen haben wir einmal hier x und einmal haben wir hier y. Und wenn man das jetzt einsetzen würde, dann müsste man minus 2,6 einsetzen. Weil minus 2,6 ist ja dieses Fe durch h. Und das soll ja x sein. Ergibt Logarithmus 10y. Die Umkehrung, da man das sonst nochmal umstellen müsste, dieses minus 2,6 gleich log 10y, müssen wir sonst umstellen. Aber da das ziemlich kompliziert ist, nehmen wir die Vereinfachung y gleich a hoch x. Hätten wir y gleich 10 hoch minus 2,6. Und dann stellen wir nämlich fest, dass x gleich 0,00251 ergibt und dass ungefähr die 1/500 der Metallizität der Sonne entspricht. Und jetzt müssen wir natürlich eine Probe machen, um sicherzugehen, dass wir auch recht haben. Jetzt setzen wir als Probe jetzt in die offizielle Gleichungen ein. Also oben diese 1 durch 12.350.597 kommen zustande, weil ich ja 31.000 durch 0,00251 geteilt habe, damit man auf diese Zahl ja kommt. Also 1 durch die absolute Zahl sozusagen,
minus LG1 durch 31.000, also das ist die Metallizität der Sonne sozusagen, also die absolute Zahl. Und das würde, wenn beides 1 durch 31.000 würde ja 0 ergeben, haben wir ja vorhin ja kennengelernt, hat man ja die zweite Gleichung, 0,00251 durch 1 minus LG1, also das ist meine vereinfachte Gleichung, die ganz vereinfachte Gleichung. Und alle drei ergeben Fe durch H gleich minus 2,6. Und das sehen wir jetzt, dass wir nämlich recht hatten. Wenn wir Fe durch H haben, was minus 2,6 ergibt, und wir daraus ermitteln müssen, wie viel mal weniger Metall ist, als die Sonne hat, sieht man natürlich, das mit dem Logarithmus hat man ja vorhin. X ist gleich 0,00251. Und wenn man das dann in die offizielle Gleichung einsetzt, wie man auf diese 12,35 Millionen kommt, habe ich ja vorhin ja auch gesagt. Also 31.000 geteilt durch 0,00251 und dann hat man Fe durch H gleich minus 2,6. So kann man die Metallizität von Sternen berechnen. Also zusammengefasst, dieser Gleichung, also wenn man ja wissen, ob es doppelt so viele Metalle oder halb so viele Metalle hat, kann man diese Gleichung verwenden und halt meine vereinfachten Gleichungen, die gehen auch. Kommt man auf Fe durch H, wenn nur Fe durch H gegeben ist, weil natürlich, wenn da steht minus 2,6, weiß man es natürlich nicht, wie viel weniger es Metalle ist, als die Sonne hat, muss man halt mit dem Logarithmus halt machen. Umstellen und dann hat man das. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Es ist nämlich für mich sehr, sehr schwer gewesen, es auch wirklich zu erklären. Ja, weil da auch viele Rechenwege mit drin stecken und das natürlich auch nicht einfach ist, das rüberzubringen. Deswegen hoffe ich natürlich trotzdem, dass ihr bisher zugeschaut habt. Weil das war jetzt für mich echt nicht einfach. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Ciao. Herzlich willkommen bei Brandon Mundorfs Astrophysik Astro TV. Im letzten Video hat man ja kennengelernt, was man unter Metalle in der Astronomie versteht. Das sind ja sozusagen alles Elemente, die schwerer als Helium sind. Also das heißt, dass alle Elemente, die schwerer als Helium sind, in der Astronomie als Metalle bezeichnet werden.